Ich glaube, Corona ist vor allem etwas, das ist nämlich ein Zurückfinden zu sich selber und Zurückfinden zur Relevanz. Und das ist sicher eine maßgebende Beeinflussung auch von Ernsthaftigkeit von Digitalisierung. Weil wir leben eigentlich in totaler Wohlstandsgesellschaft. Fast alle können sich fast alles leisten, sofort verfügbar. Und mit Corona haben wir gesehen, das stimmt ja gar nicht. Und es hat die Frage aufgeworfen, ja, was ist eigentlich wichtig in meinem persönlichen Leben oder in unserem Leben als Gesellschaft. Und wir haben herausgefunden, dass das Verbinden, das Gemeinsame, die Verantwortung, vielleicht sogar für Dritte oder für die Welt, ja, uns viel mehr auszeichnet als der reine Wohlstand. Und darum glaube ich, dass die Digitalisierung massiv verändert wird. Her eben Richtung von Wirkung nutzen und ein bisschen aufhören mit den Showcases oder Gadgets. Und ich muss auch sagen, das freut mich sehr, weil Digitalisierung heisst letztlich, wir brauchen Geld dafür, wir brauchen Zeit von Menschen, wir brauchen ihre Energie, ihr Interesse. Und wenn wir das richtig machen wollen, dann müssen wir das sehr nutzorientiert ausrichten. Und von dem her, das Lernen aus der Corona-Krise heisst doch eben die Ernsthaftigkeit und der Nutzen für unser Handeln noch mehr ins Zentrum rücken. Und es hat natürlich auch zu verbinden mit ganz vielen Wegbegleitenden. Und auch das ist so ein Eindruck. Wir sind gemeinsam unterwegs, auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Wir, Kanton Bern, die Eidgenossenschaft, aber auch wir zwischen den Städten. Das ist das, was ich auszeichnen soll, morgen und übermorgen.